Servus und hallo, hier bei unserem Multiplayer Sort of Projekt mit Liriax und Voxi. Tasschen. Ja, wir sind wieder zurück in Röhrmark oder in Hintertupfingen. Tupfingen erstmal nur. Ich mach mal jetzt ein District hier, eine Zone. Und ich habe unglaublich viel Geld. Ich habe so gestaunt letztes Mal und finde es so unverschämt. Aber ich glaube, ich muss einfach mehr auf Klasse statt Masse machen. Okay, weiß ich Also nicht. mehr Bildung, mehr hochklassige Leute, ein bisschen schöner, mehr Parks und so weiter, damit die einfach mehr Steuern zahlen, die wenigen, die ich habe. Ja, Das wäre das jetzt so kann meine Idee. ist eine Möglichkeit. So. Amity Hills heißt jetzt Ober Tupfingen. So. Sehr gut. Was haben wir hier? 100 Kinder, 1000 Erwachsene. Ja, das finde ich ganz nett, so die Verteilung. Also man sieht wirklich, dass die nicht umziehen. Wenn man sich jetzt die Personen anguckt, dann sind halt die ersten Häuser die Erwachsenen. Die ersten Häuser, die ich gebaut habe. Wo ich ja gedacht habe, unten hier schön Villenviertel, alte Reiche, hier, so die Senioren. Nicht das, wohnen die ganzen Familien drin. Ja gut, die alten Senioren sind jetzt alle schon gestorben, Ja, weißt ich bin gespannt, wenn jetzt die ersten Tode auftreten, ob dann wieder Familien dort einziehen oder andere Leute. Werden wir sehen. du? Ich habe gerade meine Landstraße, mit der ich angefangen habe, meine Einbahnladstraße, kaputt gemacht und habe Ah, Verkehr, stattdessen, genau. Fällt mir was ein. Muss ich genau. auch machen. Und habe stattdessen jetzt dort eine Autobahn hingesetzt. Jetzt fließt der Verkehr hoffentlich ein bisschen besser hier. Okay, und ich glaube, ich habe in der letzten Folge ganz lange auf langsam wieder gespielt. Aber ist ja auch ganz schön. Also man hat ja auch was Schönes. Ja, und die Stadtgrenzen, ich glaube, ich erweitere bald. Ja. Wenn man das hier baut, was. Ja, das wird wahrscheinlich funktionieren. Das hier muss ich mal upgraden. Und es soll ja gehen, ne? So, upgraden. Auch die kleinen Straßen zu vierspurigen und so. Ja, geht das? Ich weiß nicht. Mir ist so. Ja, gehen halt ein paar Häuser dadurch verloren. Aber von der Sache her geht's. Gucken wir uns den Verkehr mal an. Schon besser. Meine neue Abfahrt wird noch nicht genutzt. Oder zu wenig. Das ist schon solche komplexen Sachen wie Abfahrten. Ich habe noch Naja, Kreuzungen. ich versuch's zumindest. Auf jeden Fall wollte ich, wenn ich erweitere, dann direkt nach Süden und dann das Autobahnkreuz hier die Auffahrt nochmal neu machen, weil das ist irgendwie total dämlich, dass man hier mit einer dreispurigen Straße irgendwie in die Stadt kommt, wenn die Autos, die da reinkommen, jeweils nur einspurig sind. Also es kommt zwei Spuren an, aber es werden zu dreien und müssen gleich wieder zu einer oder zu zwei Spuren werden irgendwie. Also es sieht total blöd aus. Okay. Naja. Ja, ich habe jetzt hier eine geschäftige Kleinstadt mit 5.500 Leuten mit unglaublich, wie viele Leute hier. Ölkraftwerk, Krankenhaus, Feuerwehrhaus, Polizeihauptquartier und ganz, ganz viele neue Straßenmodi habe ich bekommen. Straßenmodi. Zweispurige Straße mit Bäumen. Ah. Vierspurige Straße mit dekorativen Bäumen, Autobahn mit Lärmschutzwänden und so weiter. Schauen wir gerade mal an, was das ist. Lärm. Ah ja, da sieht man schon, dass der Lärm hier bei der Autobahn doch relativ hoch ist. Ich glaube, da grade ich gleich zu den Lärmschutzwänden ab. Hab ja Geld. Kann man es schleichen. Interessiert mich, ob ich das dann direkt leiser wird. Ja, ich glaube schon.
Ja, doch, wirklich? Es wird auf jeden Fall leiser. Ja. Das ist eine, ein Prozent oder ein paar Prozent runtergegangen, eine Farbschicht sozusagen. Wird ja hier so in Farbschichten angezeigt. Naja. Bin doch nicht so überzeugt von meinem Straßenkonzept, aber es wird schon gehen. Ja, ich bin auch noch nicht überzeugt von meinem. Also, beziehungsweise, ich weiß, dass es halt so Work in Progress ist, ne? Aber. Wird schon. Ich glaube, ich werde erweitern. Ich glaube, ich kaufe eine neue Gegend. Und wo? Da ich zu mehr Holz tendiere, momentan mehr Holzwirtschaft, werde ich wahrscheinlich das gerechte Gebiet kaufen. Erstmal. Und da, ach genau, da will ich ja auch unseren Staudamm bauen. Ja. Da könnte man gleich noch was erzählen. Ich habe nämlich einen Staudamm gebaut. Ja, ich habe also nicht hier in dem, sondern ich habe einen Staudamm gebaut in einem anderen Spiel. Ich habe da ein bisschen gespielt. Darf man nicht erzählen, aber ein bisschen, genau. Ja. Ich habe noch ein bisschen nebenbei gespielt. Du hast ja Zeit. Genau, ich habe ja Zeit. Und da, genau, habe ich einen Damm gebaut und das lief ziemlich großartig, denn ich habe dann, der war so riesig, dass das Wasser, das zurückgestaut wurde, meine gesamte Stadt überschwemmt hat. Also mir war es eigentlich schon klar, man hat es schon so gesehen, dass das wahrscheinlich passieren wird, aber es war einfach lustig zu sehen. Ich habe den danach abgerissen und wie lang es braucht, weil die ganzen Häuser gehen ja dann kaputt und so, und wie lang es dann braucht, bis das Wasser auch wieder abfließt, und das Wasser sucht sich tatsächlich dann auch noch so seinen eigenen Weg. Ja? Das ist dann nicht mehr, geht dann nicht mehr so einfach so wieder zurück ins Flussbett, sondern entweder es versickert. Und auch, ja, genau, und auch der Rasen ändert sich dann da an den Stellen. Ach nein. Also, ja, super cool. Das sieht also das sollte man auf jeden Fall immer mal ausprobieren, wenn man das wirklich mal hier sich selbst sein eigen nennt, macht mal so eine Katastrophe mit eurer Stadt. Überschwemmt die mal und guckt dann, wie das Ganze ausgeht. Super cool. Finde ich cool. Ich habe es selber nicht gesehen, aber bei irgendeinem anderen YouTuber war es der Titel irgendwie, oh, Überschwemmung. So, hier haben wir ein neues Icon drauf, mal gucken. Geringer Bodenrichtwert. Ah, das gibt es ja also auch. Also wenn Gebäude geupgradet sind, also irgendwie Level 2, und der Bodenrichtwert dann wieder sinkt, durch neue Straßen zum Beispiel, durch weiteren Lärm, dann ist es auch nicht gut. Okay. Und sonst habe ich eher Probleme mit nicht genug Arbeiter. Also qualifizierte Arbeiter. Das wollte ich ja. Oh, jetzt geht es bei mir aber auch ab mit dem Geld. Ich sehe gerade über 100.000. Yay! Ja, endlich! Easy Game. Ja, also schwierig ist es jetzt nicht, muss man ja gestehen. Aber will man das? Will man einen extrem schweren. Nein. Nein, eigentlich nicht, ne? Nee. So, das ist schon mal hier. Mal gleich ein bisschen Freizeit daneben. Die jungen Leute in der Oberschule, die können vielleicht in den Skateboardpark gehen. Gibt's sowas? Nee. Habe ich jetzt auch nicht gesehen. Dann Basketball. Dann Basketball. Basketball ist ja auch schön. Oh, ich glaube, das passt hier nicht. Die sind gleich alle türkis werden. Drum. Super Freizeitangebot, aber es sind alles Wohngebäude, Gewerbegebäude. Aber es macht schön pling pling, alle steigen sie auf. Können wir uns gleich mal die Level der Häuser angucken? Mhm. Nee, das ist nicht. hilf mir mal. Was? Level der Häuser? Ja, ist das das hier gewesen? Nee. Das ist das Häuschen mit dem Stern. Genau. Ja, genau. Hier Gewerbegebietsebene, Level 3, alles. Oder? Ja, doch, klar, das ist Level 3. Nee.
Ey, was denn jetzt? Wenn man draufklickt, ist es nur 2. Aber hat die Farbe von 3. Oh, bei mir wird alles nachgefragt. Ich muss dringend expandieren. Noch weiter. Beziehungsweise ich könnte auch eine kleine Stadt hier bauen, so am Wasser. Ach, das wäre bestimmt auch nicht schlecht. Ach ja. Ach ja. Also die Schule. Weiß nicht, wie viele Leute sind denn hier? 80. Können wir die verschieben vielleicht? Ah, hier so braust der Wind auch ganz anders. Ich habe viel zu wenig Grundschüler irgendwie. Ja, das ist aber auch irgendwie so, dass dann also mehr Leute zur Grundschule gehen, wenn es keine anderen Schulen gibt. Glaube ich zumindest, dass das irgendwie so ein bisschen miteinander hängt. Ja, oder eben keine Kinder mehr. Ja, hauptsächlich Senioren. Ja, jetzt sind sie hier alle alt geworden in dem Gebiet. Denn ich versetze meine Schule jetzt. Radikal wird da beim Vox gebaut. Das finde ich so nicht. Ach doch, hier. Da wandert die Schule den Kindern hinterher. Ja, dass das überhaupt geht. Wir müssen das hier machen, glaube ich. Das glaube ich auch nochmal nach meinen Parks gucken. Eigentlich brauche ich es nicht. Ich kann die auch zumachen, die Schule. Ich glaube, das ist eher realistisch, ne? wird geschlossen. Ich würde sagen, ja. Schule zu, alle. Alle drauf. Es sind doch Senioren, was haben die damit für ein Problem? Vor allen Dingen, die Schule macht ja überhaupt keinen Lärm. Ne? Ja, aber du musst dir vorstellen, wenn die Senioren tot sind, ne, was zieht dann wieder ein? Junge Familien. Ja klar, dann mache ich sie halt wieder auf, die Schule. Sie ist ja da. Aber was ich meinte, ist, dass die Schule keinen Lärm erzeugt. Und das ist gelogen. Also, das ist gelogen! Ich habe eine Schule. Hier in der Nähe. Und immer Bing, Bong und dann. Okay. Bist du dann auch so jemand, der sich dann da beschwert und direkt. Klagt, dass ja. Die Kinder nicht mehr raus dürfen bei der Hofpause. Genau. Nee. Ah, ich brauche diese Müllverbeutungsanlage, ey, ganz im Ernst. Kinder mit 8000 kriegt man immer. Kriegt man ziemlich viel mit 8000 Bevölkerung. Mhm. So, ich baue jetzt ein neues Kleingebiet auf. Weil da hinten, da ist jetzt genug. Da passt auch nichts mehr hin groß. Ich baue jetzt hier das Neues. Und jetzt da, oh Gott, was? Neues Gebäude? Achso, ja, ja. Jetzt muss ich eine Highway-Abfahrt bauen. Ich freue mich schon. Oh Gott. Ah, nee, so. Ah, perfekt. Das sieht schick aus. Die brauchen nur einen Park, die Leute. Ja, bauen wir vielleicht als erstes. Ich überlege gerade, ob ich das überhaupt so machen will. Ich dann nicht vielleicht, wenn ich da hinten in die Richtung gehen möchte, brauche ich dann nicht eher so ein großes? Die haben ja auch noch ein kleines, ne? Ja, na gut, wir machen erstmal ein kleines. Hüpfburgpark. Ja, super, ne? Die hüpft. Die Burg, meine ich. Die wackelt total. Die hüpft, die Burg. Ist ja auch eine Hüpfburg. Muss sie ja hüpfen. Ja, ja. So, müssen aber leider noch ein paar Wellblechhütten dafür abgerissen werden. Ja. Oh, ah, Mist, geht nicht. Na ja, doch, geht. Geht, wenn man will. So, jetzt können die Leute nämlich von hier auch zur Hüpfburg gehen. Vielleicht sogar die hier.
Leid, zum Beispiel für so einen kleinen Fußgängerweg, den die Leute umziehen. Ja, da darf man bei Städtebausimulationen keine Rücksicht drauf nehmen. Keine Gnade für irgendwelche Sims. Ja. Die Sims, genau, die sind jetzt alle hierher gezogen, weil es so viel schöner ist bei uns. Okay. Ich glaube, ich kann hier noch ein paar Leute vertragen. Hier genau unterm Strommast durch. Haben wir jetzt noch eine Stromanbindung? Ja, da drüben. Okay. Du hast gesagt, man soll schon mit Transport ein bisschen anfangen, ja? So dass es nicht dann zum Schluss irgendwie Probleme gibt. Genau. Es gibt's doch nicht, dass das hier nicht funktioniert. Huch, ich glaube, ich habe gerade einen Baum abgerissen. Oh nein. Ja. Die ganzen grünen jetzt Öko-Aktivisten in deiner Stadt. Direkt bam, verklagt. Ja. So, wie geht's denn denen hier drüben? Die brauchen einen Karussellpark vielleicht. Ach, es ist wunderschön. Es ist das Schönste, was ich jemals gebaut habe. Oh Gott. So. Aber es ist meins. Es ist vielleicht nicht schön, aber es ist meins. Gucken wir nochmal nach dem Landwert. Oh, sogar grün. Na dann. Aber nur bei den Gewerbegebieten, komischerweise. Die scheinen davon etwas mehr angetan zu sein, von diesen Parks und was es so gibt, als die Wohngebäude. Nicht? Ja, die wollen vielleicht noch mehr. Also die, keine Ahnung, muss man mal gucken. Ja. Oh Gott, jetzt habe ich das falsch gebaut. Die Versorgung ist okay. Naja, die sind nicht ganz so zufrieden. Ich weiß aber nicht warum. Nach der Bildung gucken. Also ob es wirklich das ist. Es sind doch ganz wenig Familien nur. Gucken wir nochmal, ob. Na, das ist auch kein Unterschied, dass man sagt, die Familien hier unten sind unglücklich. Naja, muss ich mal gucken, was ist hier? Hier wird wieder Wasser knapp. So, wenn du willst, gucke ich wieder bei dir. Sind wir schon soweit? Oh mein Gott, ich habe nichts geschafft. Nichts geschafft habe ich. Okay, aber wir gehen trotzdem rein. Machen die Bildschirmübertragung an. So, siehst du es? Ja. Ja, also was habe ich gemacht? Ich habe hier ein ganz klein bisschen ausgebaut. Du siehst, habe ich hier auch ausgebaut, aber die wollen mehr Arbeitskräfte und die habe ich momentan nicht, deswegen ist da alles leer. Und dann habe ich dieses wunderschöne Gerät hier gebaut. Super, oder? Das ist handgemacht, ja? Ja, das ist handmade. Das ist nicht aus dem Workshop oder so. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass das aus dem Steam-Workshop ist. Wenn das, oh mein Gott, das wäre schlimm. Hauptsache es funktioniert, glaube ich. Ja, ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert sehr gut. Wird es vielleicht ein paar Unfälle geben, aber... Ja, das sieht aus wie eine Abfahrt oder Kreuzung im Euro-Truck-Simulator, wo du halt plötzlich immer auf einer Spur bist, die abfährt, ohne dass die Schilder vorher das angezeigt haben. Ja, dann zeig mal deins. Okay, wir probieren mal, ob das jetzt ging. Letztes Mal in der Folge am Ende hat es ja nicht geklappt. Ging nicht, nee. Und? Geht das wieder nicht? Nee, es geht wieder nicht. Ja.
kannst du noch aus. Jetzt. Ja, da kommt's. Okay. Oh ja, okay, ja. Erzähl. Moment, ich muss kurz ausmachen. Also ich habe ganz viele Wohngebiete neu gebaut. Die sind hier. Also dieser ganze Bereich hier, der Nerd, also Obertupfingen haben wir ja hier und Untertupfingen sozusagen wird hier gerade aufgesetzt. Und es zeichnet sich jetzt so ab, ne, dass so ein bisschen kommerzielle Gewerbeinseln halt in der Mitte sind, an der Landstraße, an der großen vierspurigen. Mhm. Und am Rand rundherum halt die Wohnungen so an normalen Straßen, sage ich mal. Und ja, also ich glaube Bildung, ne, also was ich vorhin erzählt habe, Bildung ist irgendwie ein Problem. Mhm. Oder möglicherweise, also hier hinten die Leute, die haben halt jetzt überhaupt keinen Zugang mehr zu einer Grundschule. Aber wie gesagt, brauchen die eigentlich auch nicht. Ne? Die Oberschule reicht auf jeden Fall, Universität nicht. Wenn man sich dann eben anguckt, wer hier wohnt, ne? Alles Senioren. Naja, da bin ich ja mal gespannt. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn die sterben. Also Friedhof habe ich noch nicht. Ich habe 4 Tote pro Woche, aber irgendwie gibt es da... Okay, hier blinkt gerade einer, sehe ich. Doch, doch. Also, kauf dir mal lieber einen Friedhof. Du hast 145.000, kannst dir doch mal einen Friedhof leisten. Naja, ja, das macht er dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Okay. Genau. Wir sehen uns. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Falls ihr das gemocht habt, dann lasst uns einen Daumen da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und schaut auch beim jeweils anderen hinein. Genau. Bis denn. Tschüss.